Achtos Bartsch, 15:0 gewonnen bei Germania Halberstadt. Für Sie das erste Spiel als echte Nummer 1 bei NEG Cottbus in der Regionalliga. Wie hat es sich angefühlt? Angefühlt hat es sich unglaublich. Wirklich ein sehr schönes Gefühl. Die Mannschaft stand hinter mir. Und die haben mir sehr geholfen in der Kabine schon, haben mich motiviert. Vor dem Spiel immer haben die mich motiviert, sogar im Training. Und ich hatte keine Sorgen. Wie wichtig ist für Sie, dass es auch zu Null ausgegangen ist? Sehr wichtig. Null ist immer sehr gut. Weiße Weste zu haben, ist ein schönes Gefühl. Ich hoffe, das bleibt auch immer noch. Jetzt steht nächste Woche die Bewerbungsprobe gegen BFC Dynamo an. Das wird sicherlich ein anderes Spiel. Der Gegner wird ein bisschen stärker sein. Volles Stadion, Stadion der Freundschaft. Wie aufgeregt sind Sie? Wie sehr freuen Sie sich darauf? Also aufgeregt ist man, denke ich mal, immer ein bisschen. Muss man vor dem Spiel. Und freuen tun uns auf jeden Fall alle. Wir müssen jetzt 100% geben im Training, alle verletzungsfrei bleiben, das ist das Wichtigste. Dann machen wir das auch. Wird es schon das erste Knackpunktspiel in dieser Saison werden? Ich denke schon, natürlich. Das erste Knackpunktspiel schon. Danke.